Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Killer 7. Beim letzten Mal haben wir den Prolog abgeschlossen und damit das erste Mal ein bisschen tatsächlich Story-Stuff bekommen. Auf verschiedene Arten und Weisen. Und eigentlich sollte man jetzt meinen, jetzt wo wir endlich ein bisschen Kontext haben für alles, sollte man jetzt mehr verstehen, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob ich jetzt irgendwie mehr verstehe als vorher. Um ganz ehrlich zu sein. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Pause gemacht zwischen letzten Aufnahmen und dieser, deswegen entschuldige ich mich, wenn ich wieder ein bisschen reinkommen muss, aber komm, das wird schon, das wird schon. Ich meine, ich war beim letzten Mal auch nicht unbedingt drin im Gameplay, würde ich behaupten. So, fängt doch gut an. Hab schon mal die Schwachstelle getroffen nach 4 Versuchen oder so. So, was kommt da? Da kommt was. Ja, komm her. Da, da, siehst doch. Verdammt nochmal. Immer nachladen, ich will nicht in eine Situation geraten, wo ich dann plötzlich keine Munition mehr habe oder nicht mehr genug Munition habe. Da kommt was. Sehe ich doch sogar schon. Come on. Come on. Nein. Ah. Okay, jetzt einfach rein da. Ist aber auch krass, dass man die Arme halt auch abschießen kann, wo die Schwachstelle dran ist, ne? Da haben wir halt echt keine Chance mehr, die zu treffen, logischerweise. So, gehen wir erstmal drumherum, würde ich sagen, bevor wir reingehen. Travis, hi, was machst du hier? Der kalte Regen heute Abend ist genau wie meine verdammten Tränen. Eine blutrote Blume wird wie ein Feuerwerk aufgehen. Und Eigentümer Fukushima muss verhindern, dass sie trifft und jedermann tötet. Auf welcher Seite stehen Sie, Chef? Der des Heimatlandes oder von Japan? Wenn sie den Eigentümer töten, geht Japan den Bach runter. Hey, ich dachte, der Eigentümer will dafür sorgen, dass Japan zerstört wird, oder nicht? Sehen Sie sich vor dem neuen... Okay, ja. Okay, da habe ich schon wieder alles falsch verstanden offensichtlich. Ich dachte, der Eigentümer ist doch... Sollen wir den töten, damit der... Weil der wollte doch die Raketen abschießen auf Japan? Oder nicht? Also anscheinend nicht. Warum töten wir ihn dann? Und wenn das Japan untergeht, oh no! Na gut, dann machen wir das wohl scheinbar. Bombhead Smile, oh no, das gefällt mir ganz und gar nicht vom Namen her schon. Aha. Okay, aber der ist anscheinend wenigstens leicht zu besiegen. Ich glaube, sein Gesicht war einfach seine Schwachstelle. Du brauchst nur Blut? Wofür brauche ich nur Blut? Was redest du? Hallo? Hallo. Ja, ja. Schwachstelle. Da ist eine Schwachstelle. Danke. Und da ist auch eine Schwachstelle drin. Habe ich mich gerade selbst hochgejagt? Wo ist das Blut? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Habe ich gerade keine Antwort drauf. Ich glaube, die Teile sind doch gefährlicher, als ich dachte. Uff. Aber kann ich eigentlich auch einfach nicht... ihn spielen und einfach mit dir losgehen und darauf scheißen, dass er seine Leiche rumliegt. Kann ich, ne? Ich glaube, machen wir das aber mal. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht jede Persönlichkeit, oder? Immer. Vielleicht. Wir können ja irgendwann anders wieder zurückholen. Spielen wir erstmal weiter. Da liegt eine Leiche rum. Kann ich jetzt eigentlich, was kann ich damit machen? Gar nichts, oder? Ich laufe jetzt einfach dran vorbei, oder wie? Wahrscheinlich schon. Aber vielleicht finde ich ja hier dann einen anderen Checkpoint bald. Von dem aus, das dann leichter ist. Mach deinen Kopf auf, mach deinen Kopf auf! Danke. Ja, das liegt jetzt einfach hier rum. Aber wie gesagt, vielleicht finde ich ja gleich irgendwann hier irgendwo einen Safe Point. Ich gehe jetzt mal da lang weiter. Nee, ich gehe jetzt mal hier in die Lounge rein. Komm, schauen wir, was es gibt es hier. Haben Zimmer, guck mal, haben wir das nämlich geklärt. Hier ist nämlich direkt ein Checkpoint. Jetzt kann ich hier doch bestimmt... Nein, dich... Genau, dich kann ich jetzt mitnehmen, oder? Und jetzt kann ich direkt aufräumen gehen hier vor der Tür. Das ist immer noch ein sehr, sehr interessantes, ne, Gameplay-Konzept auf jeden Fall. Was? Geht weg! Come on! Okay, ich habe immer beide hochgejagt, das geht auch. Aber man kann ihn anscheinend auch besiegen, also wenn sein Kopf zu ist, also wenn, was auch immer das sein soll auf seinem Kopf. Wenn das geschlossen ist, kann man ihn anscheinend auch töten. Das heißt, ich muss gar nicht warten, bis das öffnet zwischendurch. Ach, oder hat er sich deswegen hochgejagt? Ich glaube, deswegen hat er es jetzt wieder hochgejagt. Wenn man auf dieses Teil um seinen Kopf herum trifft, dann explodiert er. Und wenn das offen ist und man so auf seinen Kopf schießt, dann... Ja, dann stirbt er einfach. Ich glaube, das ist es. Ja, bitte. Danke.
Ja, nehmen wir dich auch wieder, ne? Wenn ich dich schon wieder geholt habe, dann kann ich dich weiterspielen. Eigentlich hatte ich ja gar nichts gegen dich oder so. So, und weiter geht's. Ohne große Umwege, nämlich. Ich mache mir die ganze Zeit jetzt nach allen paar Schritten Pause. Weiß ja nie, was kommt, ob man irgendwo ein Lachen hört. Ich habe da nicht so die nötige Reaktionszeit für irgendwie. Gucken wir erstmal den Garten vielleicht. Oh, da ist jemand. Das ist ein Gegner. Das sind Gegner. Ich wollte jetzt auf ihn zulaufen, tatsächlich. Lauf weg! Was ist denn mit dem los? Warum schreit er denn? Hallo? Wer lacht? Ist jemand hinter mir? Ist ja jetzt blöd. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen. Nö, ist niemand hinter mir. Es lacht nur ein Gegner. Einfach so. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gerne in den Garten gehen wollte. Das war anders überlegt, glaube ich. Komm schon. Vielleicht kann ich mit ihm doch echt schlechter zielen als mit dem, den ich gerade hatte vorher. Ich kann die Namen noch nicht von den Charakteren. Aber jetzt treffe ich halt schon wieder schwerer die Schwachstellen. Und da kommt der nächste. Komm, ich gehe ein bisschen näher. Wer weiß, ob ich das bereue oder nicht. Okay, jetzt ist auf dem Boden. Gut, hat nicht funktioniert. Warum steht aber, du brauchst nur Blut? Wofür brauche ich denn nur Blut? Und redest du? Ah, hier muss ich irgendwann irgendwas machen. Kann ich das auf der Karte schon sehen? Wo waren die Karte nochmal? Auf M, ne? Würde ja Sinn ergeben. Tatsache. Vielleicht brauche ich hier Kaede? Vielleicht. Da hinten finde ich anscheinend einen Ring. Und noch ein Fernseher, wo ich aber nicht speichern kann. Und da ist noch eine Hand. Wir gehen jetzt mal einfach die Halle weiter entlang, würde ich sagen. Ja, das klingt gut. Man kann zwischendurch auf die Karte gucken. Dann kann man die Situation hier auch mal ein bisschen besser einschätzen, was man so machen sollte und was nicht. Und welchen Charakter man vor allem halt mitnehmen sollte. Hallo, was bist du für einer? Spiral Smile. Aha. Okay, okay, okay. Oh, er dreht sich. Oh no! Fuck. Das sah jetzt noch nicht so gefällig aus, einfach weil er sich so langsam gedreht hat. Ich weiß nicht, ob die alle sich so langsam drehen. Ja doch, aber scheinbar schon. Sind in anderen Gesichtern keine Schwachstellen, nur diese einen jeweils? Guck mal. Sieht danach aus, wobei ich auch allgemein gerade nicht treffe, also vielleicht kann es daran liegen. Komm schon. Danke. Ja, interessant, hier kommen schon mal direkt neue Gegnertypen dazu. Ganz nett sind. Bin ich mal gespannt, was allgemein noch im Laufe des Spiels so auf uns zukommt. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das Lachen? Ich höre ein Lachen, aber ich weiß nicht wo. Das ist immer so was Angsteinflößendes im Spiel, weil man sich nicht vernünftig umgucken kann. Hallo, wo bin ich hier? Jetzt runter, jetzt das Harmons Zimmer. Das brauche ich gerade nicht, da kann ich eh nicht speichern oder so. Gästezimmer. Aha, und das ist wieder ein Bombenkopf und da ist eine Tür. Ja. Okay, wo wurde mir das gerade gezeigt? Wo war das überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie gehen wir da gerade aus? Oh Gott! Weg mit dir! Oh, Gott! Hat geklappt, hat alles funktioniert, ich bin zufrieden. Puh. Kann ich reingehen, ist hier überhaupt irgendwas? Was? Bin ich tot? Nein, ist nichts passiert. Was war das? Hi Travis, was machst du hier? Der Eigentümer Fukushima hat seine Hände bei vielen Dingen mit im Spiel. Selbst das internationale Ethikkomitee ist betroffen. Passen Sie auf sich auf, Chef. Mach ich. Die Ethikagenten oder Hyänen sind ein bunter Haufen von Abfall. Aber die Attentäter, die im Zentrum ausgebildet werden, die sind echt. Sie stecken hinter der Politik der Yakumo-Partei. Oder einfach nur hinter den Yakumo. Es ist nur ein Bündel Papier, aber es kann die Welt bedeuten. UN-Gruppe, mein Freund. Okay. Das denke ich im aktuellen einfach zu jedem einzelnen Gespräch, was ich dieses Spiel bekomme. Nur okay. Okay, danke. Danke dafür. Nehm ich so an. Nehme ich so an auf jeden Fall.
Okay. Da ist noch ein Bombenkopf. Mach den Kopf auf. Mach den Kopf auf. Weg. Danke. Da habe ich ihn nicht mal gescannt. Weg. Fucking hell. Warum ist alles so gefährlich? Das Spiel ist irgendwie gruselig. Hallo, ist hier jemand? Ist hier etwas? Hier ist ein Tisch. Toll. Geht's hier hinten noch irgendwo hin? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und warum? Da gehe ich wohl weiter. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was ich machen kann. Tür. Oder brauche ich erstmal noch irgendwas? Na, großartig. Dann kehren wir wohl um. Vielleicht hole ich mir jetzt einfach Kaede und dann gehen wir zurück in den Garten und gucken wir, was da abgeht. Ich glaube, das ist gerade so der Plan. Wobei oben auch noch ein Weg war. Naja, oder so, auch wechsle ich jetzt einfach erstmal zu Kaede und dann schauen wir mal, was wir dann mit ihr machen. Haben ins Zimmer. Jaja. Du bist gerade. Mit dir ist gerade nicht gut Kirschen essen, ich weiß. Zumal, dass ich immer noch das immer wieder wiederhole, aber ich komme darüber nicht hinweg. Ich werde darüber niemals hinwegkommen. Ich weiß auch nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll. Ich meine, wie ist sie sonst drauf? Das ist doch die perfekte Beschreibung für sie. Ey, du hast ja dieselbe Muster wie ich quasi fast. Na, nicht ganz. Aber ein ähnliches. Vor allem habe ich ein bisschen mehr Blut auf meiner Kleidung. Ich weiß auch gar nicht, warum sie immer Blut auf ihrer Kleidung hat. Was macht sie denn? Wo rollt es hier? Wo rollt es sich hier? Da rollt es sich. Rollen. Und nochmal. Nein, nein. Rollen. Was ist das? Ich glaube schon. Da geht es nämlich auch noch ins Gästezimmer rein. In ein anderes Gästezimmer, aber. Was? Das ist eine Schwachstelle. Gut. War da noch was? Da rollt schon was. Ich weiß nicht wo, aber wahrscheinlich hier hinter irgendwo. Wo rollt es sich hier? Wo rollt es sich hier? Ist auch so. Was sage ich denn? Was rede ich denn? Aber ich höre es rollen. Ist jedenfalls ein Bild. Der Kirschbaum wird dieses Jahr nicht blühen. Aha, okay, gut zu wissen. Mann, das macht mich voll nervös. Warum rollt es sich hier? Warum sage ich das so? Immer noch, obwohl ich mich gerade schon lustig gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wo es sich rollt. Warum sage ich das immer noch? Ich will das nicht sagen. Ich schwöre es euch. Ich mache das nicht absichtlich. Da ist er ja. Hi. Ich hasse reden. Was rollt da denn immer noch? Da ist ja noch jemand. Okay, komm her. Komm her, mein Freund. Okay, ich kann noch dadurch schießen. Da war ich mir sicher. Schön, ist aufgehört. Jetzt schauen wir uns ein bisschen um hier. Da ist eine Vase. Man kann die Blume stöhnen hören. Das ist beunruhigend. Würde ich behaupten. Ja, dann. Wer lacht hier? Kein Moment der Ruhe hat man hier, ne, in dem Spiel. Hi. Mr. Smith. Ich verkaufe Informationen. Wichtige Vasen. Ah. Die Blume muss blühen. Das dachte ich mir fast. Überleg, wie das geschehen soll. Ich habe einen Wasserring. Schieß auf die Maske, um mehr zu erfahren. Ich habe doch einen Wasserring, oder? Kann ich den nicht nutzen oder sowas? Aber die Maske giert nach dickem Blut. Oh, ich kann sie jetzt nicht mehr gerade benutzen oder was, ha? Na gut, Vase. Oh Gott, wo ist denn hier was? Was sagt denn da? Es rollt doch immer noch. Gott, ich hasse es. Warte mal, muss ich den Ring irgendwie ausrüsten? Genau, muss ich. Hallo. Ah, so. Vase. Jetzt gieß mal die Blume. Genau, der Wasserring heult. Er war auch auf der Karte markiert, dass ich den Wasserring brauche. Ich dachte, ich finde ihn hier oder so. Aber ja, klar. Das war, dass ich ihn hier benutzen soll. Und jetzt? Blüht der Kirschbaum. Wohl doch. Der Kirschbaum blüht in voller Pracht. Schön. Und das bringt mir was? Genau. Ah, Was ist das? Ah, das brauche ich da unten. Das brauche ich in der unteren Etage, um, ja, diese Tür da unten zu öffnen.
seltsame Schützerei. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal mit ihr nach draußen, weil wie gesagt, da konnten wir sie ja für irgendwas nutzen. Was? Du rollst ja auch ganz entspannt einfach entlang, ne? Machst mir dauerhaft Angst. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Da ist schon der Nächste. Die hört einfach nicht auf. Ja, es tut weh. In meinem Herzen vor allem. So. Raus hier bitte. Wenn es denn möglich wäre. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass ich hier brauche. Mit ihrer Fähigkeit. Aber sie konnte uns ja schon mal irgendwie, ja, des Öfteren weiterhelfen, wenn es irgendwie darum ging, irgendwelche geheimen Durchgänge oder sowas zu öffnen. Was lacht denn da? Da hinten? Was ist das denn überhaupt? Das habe ich vorher gar nicht gesehen, ne? Vielleicht ist das jetzt schon was, wo wir vorher nicht hin konnten. Ja, wie nutze ich nochmal die Fähigkeit? Das ist jetzt die Frage, ne? So? Das funktioniert? Sieht danach aus? Ja, doch, das sieht gut aus. Wir können weiter. Genau. Barriere zerstört. Ja, ich beginne das Spiel zu begreifen, so langsam. Oh Gott. Was hatten wir schon mal, glaube ich? Und da kam ich schon mal nicht so gut mit klar, ne? Bleib da liegen. Genau, tritt ihn weg. Vielen Dank. Jetzt kommt natürlich das nächste Ei direkt eingerollt. Was ist mit dir überhaupt? Danke. Die Eier zu zerschießen bringt auch nichts. Da kommen einfach nur Gegner raus dann trotzdem, ne? Hm. Ich muss halt irgendwie das da loswerden direkt. Ich weiß aber nicht wie. Oh no, oh no, no, no. Lass schnell danach, lass schnell danach. Oh, nochmal. Und nochmal. Oh, das ist so. Oh. Ja, es ist zerstört, es ist zerstört, es ist zerstört. Ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, ich muss wirklich weg. Das war ja eine ganz schön große Explosion. Und jetzt dreh ich um. Wo ist der Gegner? Da. Na gut. Immer weg mit dir, bitte. Danke. So, was hat das jetzt gebracht, ist die Frage. Was hat das jetzt gebracht? Hat das was gebracht? Ah, hier ist Travis, was machst du da oben? Haben Sie eine Minute Zeit, Smith? Es könnte Ihnen die Augen öffnen. Japan besitzt kein eigenes Verteidigungssystem. Sein Überleben hängt von den Vereinigten Staaten ab. Doch was das Heimatland angeht, ist Japan nicht als eine weitere Last. Sein Nutzen als Alliierter ist schon lange vorbei. Ehrlich gesagt, ist es nicht wert, gerettet zu werden. So ist die Realität. Wollen Sie es immer noch tun, Chef? Wissen Sie, was mit Feuerwerk gemeint ist? Das sind Raketen. So viel habe ich schon verstanden, tatsächlich. Die Explosion, wenn Raketen kollidieren. Nun, das ist in der Tat ein wunderbarer Anblick. Aber nur, wenn das Verteidigungssystem aktiviert ist, siehst du es. Na gut, Travis, das hat sich natürlich gelohnt, dich jetzt hier zu treffen. Ich, bin mir nur so halb sicher, was du mir damit mitteilen wolltest. Ich bin mir noch nicht sicher, weil das hat er jetzt gerade so gemeint. Wollen sie das wirklich tun? Und zwar im Sinne von Japan retten? Das hat es ja doch so klingen lassen, als würden wir hier Japan retten, wenn wir das hier durchziehen. Aber gerade hat er doch dem Ganzen widersprochen, von wegen, dass wir, wenn wir hier das hier durchführen, dass wir Japan dann verdammen und so. Ich bin mir echt nicht sicher, auf welcher Seite wir sind. Ich verstehe gar nichts. Aber das ist ja nichts Neues, also was soll ich schon sagen. So. Da rollen sie wieder. Ich will eigentlich nur in den Keller. Oder was auch immer das genau ist. Für eine Etage. So. Geht doch alles ganz flott. Die Gegner kann man auch wirklich leicht besiegen eigentlich. Sie machen mir nur manchmal Angst, weil sie Geräusche machen. Dauerhaft. Auch wenn sie gar nicht in deiner Nähe sind. Noch weiter runter. Und jetzt hoffe ich, dass die ganzen Bombenköpfe nicht schon wieder da sind. Wahrscheinlich aber schon.
Also ich weiß ja jetzt diesmal, wo sie rauskommen, und zwar aus dieser Tür, wenn dann... Ja, da kommen sie. Weg! Da kommt noch einer. So, der Bombenkopf. Danke. So, geht doch. Ich geh auch mal ganz kurz hier rein, um zu gucken, ob hier noch jemand ist. Nö. Und raus hier. Und weiter geradeaus. Und das war's. Guck mal, geht doch alles. Wenn man Bescheid weiß, wo man lang muss ungefähr. Schloss deaktiviert. Tatsache. Mach mal auf. Was ist denn hier passiert? Ach ja, oben hat es ja auch gebrannt. Stimmt. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Aber warum eigentlich? Ich hab's nicht angezündet, tatsächlich. So, hier ist noch eine Brieftaube. Hallo. Ich muss was lesen. Vielleicht verstehe ich davon irgendwas. Mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Fortsetzung meines Berichts. Plenty ist es übrigens. Hallo, Plenty. Kevin Smith ist erstaunlich. Du wirst es nicht glauben, aber es ist die Wahrheit. Der Kerl kann sich unsichtbar machen. Oh, kann er? Cool. Zuerst habe ich es selbst nicht geglaubt und es für einen Schwindel gehalten, aber es stimmt. Und dieser Con Smith, was für ein nerviger Punk. Ich kann ihn nicht fangen. Unglaublich. 9 Mal, wenn er losrennt, ist er verschwunden. Ja genau, verschwunden. Der könnte im Laufen jeden Rekord brechen. Coyote Smith ist ein Gauner, aber er unterscheidet sich vom Rest. Er ist fit und springt wie ein Tier, so athletisch. Außerdem kann er jedes Schloss knacken. Er muss es gelernt haben, um in einer rauen Nachbarschaft überleben zu können. Und dann gibt es noch Garshan Smith. Den sehe ich kaum, also kann ich nur vage Vermutungen anstellen. Man sagt, dass er schon aus der Entfernung einen Heaven Smiles entdecken kann. Aber Garshan ist auch der, der eigentlich nur ein Cleaner ist, ne? Der immer nur... Das ist auch der, der die Leichen aufräumt. Diesen Kerl muss man ernst nehmen, wenn er sich diesen Monstern stellt. Ich setze meine Untersuchung fort. Johnny Gagnon. War das nicht noch jemand anderes vorher? Irgendwie ein Emir oder so? Ah ne, hat er ein Emir geschrieben, ne? Ich glaube, so war das. Ja, danke dafür, danke dafür. Ja, die Texte verstehe ich noch halbwegs, also... Die sind nicht ganz verwirrend formuliert wie... So die Sachen, die zum Beispiel... Ja, Travis von sich gibt und so. Ich möchte mal vielleicht kurz auf die Karte gucken schon mal. Darf ich nicht auf die Karte gucken hier? Dann muss ich wohl rausgehen. Karte? Genau. Wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Gästezimmer, sind wir hier? Wahrscheinlich sind wir hier. Da brauche ich den Typ mit der Maske wohl. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Dann nehme ich den nämlich auch direkt mit. So. Wer soll, der sich jetzt unsichtbar machen kann? Kevin, ne? Wer ist Kevin? Du bist Kevin, du kannst dich unsichtbar machen? Krass. Ich wollte jetzt aber dich mitnehmen. So. Weiter geht's dann jetzt hier lang, ne? Genau. Kannst du jetzt das hier aufbrechen, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das war's. Oh, so stark! Und was macht Iwasaru, oder wie er heißt, hinter mir? Egal. Können wir uns gerade nicht angucken und hier ist, Ui, hast du wohl... What's in your right hand, Chico? ...kocht. Please don't. This is just a... Put your arms down! No, no, it's not like that. This gun is a... Don't move, amigo. Please, don't shoot. Stay still! Ow! Oh, natürlich. Wieso kann ich überhaupt sterben, wenn er das machen kann? Oh. What were you doing here? Cleaning up. Our head chef always tells us that an ideal kitchen is a kitchen clean enough that you can lick the floor. Anyway, it's the least that I can do for them. The others? The chef? The waiters? Where are they? Those guys with the strange smiles. You saw them? It's dangerous, Aki. Get out of here. Wenn wir das nicht gerettet, wir sind so ein Held. Unglaublich. Awesome. Ja. Was grinst du so? Blöd. Der wird mich doch hintergehen bestimmt. Aber ja, ich wollte mit dir ganz kurz reden, Iwasaru. Das ist schlimm. Das kann einfach nicht gut sein. Sind Sie sich sicher wegen der Maske? Ja, warum nicht?
Meister, Sie müssen Zweifel haben, das nehme ich zumindest an. Ich misstraue ihr jedenfalls. Wann immer Sie in der Klemme sind, können Sie mit Ihren komischen Wrestling-Moves entkommen. Warum können Sie die Vergangenheit nicht ruhen lassen? Oh, und Ihr besonderer Seitensuplex-Move müssen verboten sein, in Harmons Namen. Soll das eine Anspielung daran sein, dass das erste Spiel, wo Suda ja dran mitgearbeitet hat, war ja ein Wrestling-Spiel? Fire Pro Wrestling oder wie auch immer das heißt. Genau. Da hat er die Story von geschrieben und so auch schon. Vielleicht soll das eine Anspielung daran sein. Dass Suda nicht dem Wrestling entkommen kann. Oder so. Keine Ahnung. Naja, hier will ich glaube ich gerade gar nichts. Außer, ja, ich könnte auf die Karte vorher gucken natürlich. M, wie Map. Da, Anbau. Nö, keine Ahnung, ich glaube, hier brauche ich nichts Spezielles, dann können wir gerne mit dir... Ach nee, ich mochte ihn aber nicht zum Spielen, ne? Also zum Kämpfen eigentlich. Ja, nichts gegen dich, aber ich möchte, glaube ich, lieber... Schon ein ganzes Stückchen lieber mit irgendjemandem kämpfen, der normale Schüsse hat und nicht so diese komischen... Ja, keine Ahnung, was sie sind. Ja, ich will sterben. Alles gut, machen wir. Nehmen wir dich mal wieder. Schau mal, was hier im Anbau so abgeht. Das sah ja ganz schön, ja. Großartig aus. Another Smile. Oh, da sind doch viele kreative Namen, ne? Hab ich gerade wirklich getroffen? Ich hab's nicht mal richtig versucht. Okay. Nett. Das ist natürlich ein bisschen nervtötend, wenn die jetzt auch an der Decke sein können, ne? Ah, da kommt einer angerannt, ganz schön schnell. Ah, fuck, der Arm ist weg. Gut. Noch jemand? Nee? Du willst einen Tipp geben, ne? Ja, komm, gib her. Mr. Smith. Ich verkaufe Informationen, ich weiß. Sieh dir das Zeichen gut an. Ein großer Hinweis direkt vor dir. Die Hauptrichtung und die mythischen Bestien. Das lässt sich nicht trennen. In Ordnung, okay. Ich gucke mir irgendwelche mythischen Bestien an und sie müssen zusammenkommen. Ja, ja, ja. Nee, mehr brauche ich ja noch nicht. Das kriegen wir schon so raus. Bin ein kluger Bursche. Es ist ein bisschen schade, dass man die Texte halt teilweise nicht weiterdrucken kann, ne? Vor allem, weil so Zeilen, die sich immer wieder wiederholen. So, hier sind die Hauptrichtungen und die mythischen Kreaturen. Eine Feng Shui-Karte. Ja, ja, oben ist ein Dings. Ja, ja, okay, lass mich dabei. Unten ist ein Phönix, das weiß ich. Rechts ist ein Drache. Links ist ein Löwe oder so und oben ist irgendwie so ein Schildkrötenschlangen-Dings. Genau. Weiß nicht, wie die Viecher heißen. Ja. Aber was soll mir das sagen, ist die Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal einfach weiter. Und schaue mich noch ein bisschen um. Da finde ich das schnell raus. Ich meine, hier gab es ja auch so ein, ein Teil, was ich brauche, ne? So dieses da. Das muss ich ja sowieso sammeln. Vielleicht kann ich hier angeln. Oh nein, das ist doch Wasser da damit, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich kann es mir nicht genau angucken. Auf der Karte sieht es danach aus, als könnte ich jetzt angeln gleich. Südhaus. Hallo. Mardok, ist hier jemand an der Decke? Sogar zwei. Was hier? Sie fallen dann runter und dann krabbeln sie. Oh, ganz ein Stückchen schneller sogar. Oh mein Gott. Bist du flott. Okay, die sind wirklich schnell, wenn sie auf dem Boden sind. Roter Phönix, azurblauer Drache, weißer Tiger. Azurdrachenpapiertisch schließt sich. Aha. Ah, okay, wahrscheinlich finde ich hier... Einen Moment, nochmal auf die Karte gucken vielleicht. Genau, das sind vier verschiedene Häuser, vier verschiedene Gebäude. Und ich muss jeweils gucken, wo was, ja, zu sein muss. Das muss ich eigentlich nur merken. Ich bin gerade im Süden, ne? Im Süden war es, das habe ich mir doch schon gemerkt, das ist der Phönix gewesen, ja. Also, ey. Der Drache darf sich wieder öffnen, bitte. Ich möchte dessen den Phönix öffnen, schließen. Genau, oben war die Schildkröte links, das Löwendings oder was auch immer das ist. Und rechts. Das, was noch übrig ist, wir werden es dann sehen. Fucking hell! Sie kommen überall her.
Jederzeit. Nur um einen zu überraschen. Vielleicht muss ich doch nicht angeln. Vielleicht muss ich nur die Sachen hier aktivieren jeweils. So, schauen wir mal hier rein. Oh, ist doch eine Brieftaube, aber ich gucke erstmal ganz kurz rein, ja? Komm dann wieder raus, ja sowieso. Was legst du dich direkt auf den Boden? Bleib doch an der Decke, wenn dann. Fuck. Nein! Bleib da liegen! Mann! Dieses Spiel ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Ich find's auch schlimm, habe ich auch gerade gesagt. Wirklich schlimm. Es geht um einen Attentäter. Ein Attentäter wurde zu diesem Laden geschickt. Ein erfahrener Attentäter, will er mich töten? Aber keine Sorge, es ist ein Mensch, dann ist ja kein Problem. Er ist nichts gegen diese lächelnden Freaks. In Harmons Namen. Interessant, treffen die denn wirklich noch hier? Wahrscheinlich, ne? Wenn es mir schon so erzählt wird, gerade hier. So, das müsste der... Genau, der Tiger ist links nämlich. Hier ist... Krieger gibt es sowieso nicht. Was für ein Krieger? Ach, Krieger. Okay, der Krieger ist anscheinend die Schildkröte. Interessant. Ja. Ja, dann war rechts auf jeden Fall der Drache. Links der Tiger. Oben der Krieger. Oder was auch immer. So, diesmal lass ich mich nicht überraschen hier. Genau, da kommt nämlich wieder jemand irgendwo. Angesprintet auch direkt. So, gut getroffen, ne? Aber ich will jetzt gar kein Risiko da eingehen. Ah, die Brieftaube, genau. Hi, wer bist du? Das ist die Helga. Hallo Helga. Genau, Emir, liebster Emir. Die Welt stürzt ins Chaos, da jene, die sich von Dunkelheit leiten lassen, mehr werden. Sie fürchten nur eine Gruppe. Hast du schon von den Harmon-Attentätern gehört? Ja, das sind wir. Muss ich sie auf den Hals schicken oder zahlst du? Ich habe das Ziel ihres ersten Jobs gefunden. Travis Bell. Oh, Travis! Oh, Travis, der Arme. Das war unser erstes Ziel. Er verschwand vor 30 Jahren und wurde gewiss ermordet. Nur wenige erinnern sich an ihn und niemand sah sie bei ihm. Er ist wohl in gefährliche Geschäfte verwickelt gewesen. Ich werde der mörderischen Spur folgen. Sie führt ohne Zweifel in die Hölle. Ich kann kaum aufhören zu zittern, aber ich riskiere mein Leben und finde es heraus. Ich melde mich wieder. Es ist wirklich schwer, diese Texte vorzulesen, aber ich finde es trotzdem cool, wie die Buchstaben so mit herwackeln. Aber interessant, interessant. Dass Travis also so anscheinend unser erstes Opfer war. Unser erster Auftrag, den wir erledigt haben. Uns um ihn zu kümmern. So. Nächstes Gebäude, das Nordhaus. Wer wartet hier auf mich? Immer noch Gegner an der Decke. Die habt ihr nicht unterkommen. Bam! Auch mal hier getroffen. Boah. Also an der Decke sind sie ja kein Problem an sich, nur wenn sie dann runterkommen. Ich komme gleich zu dir, Travis, ja? Hier ist der schwarze Krieger oben. Oh, ich hoffe, ich muss nicht auf die Farben achten. Wahrscheinlich schon, ne? Ich habe jetzt auf die Himmelsrichtung leider geachtet. Oh no. Kann sein, dass ich gleich nochmal alles ändern muss. Er ist ehrlich gesagt verzweifelt. Fukushimas einziges Ass im Ärmel sind die Yakumo. Die Geheimkonferenz der amerikanisch-japanischen Territoriumsgespräche, die morgen im Kaku-Gebäude stattfindet, präsentieren das, was auch immer. Die Yakumo werden entscheiden, ob das Feuerwerk gestartet wird. Es ist Fukushimas Opfer für die Götter. Was werden sie tun, Chef? Töten sie ihn und versenken sie Japan. Oder lassen sie ihn leben und schnappen sie sich die Yakumo. Ich schnapp mir die Yakumo. Yakumo sind gefährlich, ist egal. Sie werden es den Vereinigten Staaten erlauben, die Welt zu regieren. Der Verlauf der Menschheit liegt in ihren Händen, Chef. Oh Gott, das sind ganz schön große Sachen, die da in meinen Händen liegen. Irgendwie. Na gut. Niemand? Niemand lacht? Noch nicht. Immer noch nicht. Ich vertraue der Sache nicht. Was ist denn da? Was war das? Harmons Zimmer ist hier? Was macht Harmons Zimmer denn hier? Hä? Wo ist denn da ein Harmons Zimmer? Da ist ein Harmons Zimmer anscheinend in der Ecke. Da gehen wir gleich noch bestimmt hin. Da werde ich wahrscheinlich gleich die Folge wahrscheinlich beenden. Wahrscheinlich. Genau, und der soll mich darauf hindeuten, dass da wahrscheinlich gleich dieses Ding ist, was ich sammeln muss. Diese Seelenteile. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Egal.
Sind die Gegner? Ja, tatsächlich. Nee, gerade ist gar nicht so schlimm. Gerade komme ich ganz so klar irgendwie. Ja, aber das Gefühl, dass ich den Sushi-Koch schon mal gesehen habe. Hast du? Ich erkenne diesen. Ich bin der größte Blick wieder. Das ist ein abgekartetes Spiel. Ja, ich hab doch gesagt, der hintergeht uns noch. Ein Betrug. Alles nur Schein und nichts dahinter. Es ist mir egal, was sie sagen. Diesen Mann kann ich nicht akzeptieren. Und es liegt nicht daran, dass er besser aussieht als ich. Ich weiß nicht, ob er besser aussieht als du. Also ich sehe nicht so viel von dir irgendwie. Ich kann dieser Ratte einfach nicht vergeben. Okay. Ich hab ihr auch nicht vertraut, wirklich nicht. Also von daher überrascht mich das relativ wenig. So, ich würde sagen, weißer Tiger. Ich hoffe, das funktioniert so. Das wäre jetzt meiner Meinung nach alles richtig. Passiert jetzt was oder so? Ja, tatsächlich. Die Brücke wird runtergesenkt. Und dann kommen wir in die Mitte des Sees. Oder, ja, See ist übertrieben. Teich, großer Teich. Ja, beides nicht. Na, was ist es denn jetzt? Des Gewässers. Wir kommen jetzt in die Mitte des Gewässers. Und da liegt etwas rum. Und hier stehen bestimmt Gegner gleich rum, weil die lachen schon. Wo lachen sie? Da. Okay. Fall um und bleib liegen. Das finde ich so eine coole Mechanik. Also, wenn ich dann die Schwachstelle nicht mehr treffen kann, dann kann ich halt die Beine wegschießen. Dann kannst du zumindest nicht mehr so schnell auf mich zurennen. Das finde ich schon ziemlich cool irgendwie. Kugel. Genau, die wollte ich haben. Die Seelenhülse. So heißen sie. Was gibt's hier? Eine weitere Halle. Oh, bin ich schon fertig? Pförtner. Der Nächste, bitte. Ich bin der Nächste. Zum Knotentor. Die nehme ich. Ich hatte ja schon genug davon, also brauche ich wirklich nur die eine. Okay. Na, was weiß ich. Ich glaube, beim letzten Mal war, glaube ich, auch nicht direkt danach das Ende. Oder danach kam noch ein bisschen was. Also vielleicht ist das einfach teilweise nur ein, ja, Zwischending. Wobei, hier ist wieder das Kolosseum. Das sieht doch wieder genauso aus, ne? Was ist das denn hier? Ich meine, das ist doch auch nicht dasselbe Gebäude wie da, wo wir gerade waren. Ha. Vielleicht echt nur so eine übernatürliche Verbindungsstelle, keine Ahnung. Ich ertrage es nicht mehr. Ich habe genug Albträume gesehen. Ich glaube niemandem mehr. Das nächste Monster. Es ist an gewissen Stellen echt riesig. Welche gewissen Stellen? Ich weiß noch nicht mehr wo. Oh no. Du darfst es nicht erschießen. Warum nicht? Du darfst nicht auf die Stelle schießen. War nur Spaß. Was? War es jetzt ein Spaß oder war es kein Spaß? Also soll ich jetzt auf die riesige Stelle schießen oder soll ich da explizit nicht drauf schießen? Das ist die große Frage für mich gerade. Phantom Smile. Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Darf ich da drauf schießen oder nicht? Das war zu einfach offensichtlich. Ja, das hat wohl funktioniert. Jetzt ist hier halt plötzlich alles farblos einfach. Ha. Ins Foyer. Jetzt bin ich wieder hier. Ach ja, schon, das war beim letzten Mal auch schon so, ne? Dass wir irgendwie einmal durchs Kolosseum gelaufen sind, aber wieder hier waren und dann verstehe ich immer noch nicht, was da abging. Und warum das jetzt anscheinend auch. Bis wir sie anscheinend jetzt durch die nächsten Level auch noch durchziehen. Also so scheint es jedenfalls gerade, als wäre das immer so. Aber warum ist das so? Nein, es ist, wie ich es mir dachte. Ich erinnere mich. Ich habe Angst, große Angst. Es ist ein Blutbad. Sie ist ein starkes Mädchen. Ein starkes Mädchen, ha? Du musst weiterschießen, sonst verlierst du. Also jetzt soll ich doch auf die großen Stellen schießen? Du musst weiterschießen. Ich bin nur nicht sicher, was er mir sagen will. Und jetzt wollte mir ja auch Tipps für den Bosskampf geben, dass ich halt auf diese Flügel schießen sollte. Deswegen will ich mich eigentlich ein bisschen an ihm orientieren, auf jeden Fall. So, jetzt verwandle ich mich wieder erstmal in Harmon höchstpersönlich. Er wartet da hinten auf mich. Fahren wir einfach mal langsam aber stetig. Hey,
Zimmer des Eigentümers. Na gut. We've been expecting you. If you will, right this way, please. Mr. Fukushima is waiting for you inside. Hi. Toru Fukushima. I always wanted to be a tea master. It's one of the reasons I chose this profession. Which profession may that be? You're an interesting man when you ask a very difficult question. Perhaps it's a sense of humor that can only come from someone who lives his life on the edge. I wanted to become a politician who could be a true leader, but the world of politics was like a stage where people only acted. They were merely actors playing the politician. Did you ever think of becoming an actor? Well, it just so happened that I got a call from the government asking me if I wanted to become an architect for them. Architect? You mean to design and devise? Yes. Das ist für ein Gespräch schon wieder. I took the offer with delight. Is that the only thing you do, Mr. Fukushima, the founder? Could you bring us some refreshments? Certainly. Julia Kisugi. It's a really old story. Union 7, a group made up of seven young men, drew up the Yakumo Party cabinet policy. The heat of factional politics eventually broke down the Union 7. It was like a warm welcome in the world of politics. It became clear to me then. This country didn't have what it took to compete with the rest of the world. It must be wonderful to have such a bright secretary. Not as bright as you, Mr. Smith. Oh, warte, was? Ich hab's aber, dass er mich erschießt. Hand over the was? Lady, where are your manners? Was ist denn los mit dir? Gut, das wäre ja schon mal das gewesen. Jetzt ist er schon mal tot. Wie schön. Soll ich jetzt weggehen? Soll ich jetzt... Ich meine... Bin sehr verwirrt. Wo soll ich hin? Soll ich jetzt abhauen? Weil ich meine, ich war ja gerade im Zimmer des Eigentümers, aber da wollte ich anscheinend nicht hin. Oder? Ich kann noch mal reingehen. Also... Ich kann mir gleich nochmal angucken oder so, keine Ahnung. Jetzt ist er jetzt auch scheinbar weg. Hier geht's noch weiter. Der war dann nämlich auch wieder. Ah, jetzt sind dich. Oh, muss ich mit dir wohl den Bosskampf machen, ha? Hey Travis. Wie es heißt, nicht wahr? Was für eine Verschwendung. Der letzte furchtlose Versuch des Widerstands der liberalen Partei. Eine Frau als Waffe benutzen? Das sieht übel aus für sie. Das ist sie, die gegen dich kämpfen muss, ha? Eine unfähige Gruppe würde zu solchen Mitteln greifen. Japanische Politiker sind bis ins Innerste verdorben. Smith, hier gibt es keine sexuelle Diskriminierung. Zögern Sie nicht. Ja, nee, keine Sorge, das wollte ich nicht. Mach ich. Ja, ich denke, das Spiel will, dass ich mit ihm kämpfe sowieso, also komm, gehen wir weiter. Auf in die große Halle. Was auch
immer du sagst. Then get ready to die. Aber interessant, dass wir jetzt gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern gegen sie und, was ist das denn für ein Bosskampf? Was mache ich denn jetzt hier? Was ist das denn? Mache ich irgendwas falsch? Oder alles? Was hat mich nicht mehr getroffen? Ist irgendwas anderes, was ich noch machen kann? Ich kann auch nicht laufen oder so, ne? Ne, ich kann auch nicht laufen. Ich kann nur auf sie schießen. Vielleicht muss ich das einfach so schnell wie möglich machen. Wenn ich meine Schaden bekomme, ich offensichtlich nicht. Ich muss auf den Flügel schneller schießen, ne? Ich hab das wohl mir gesagt. Aber es ist nichts in der Umgebung oder so, ne? Werde nicht ausgetrickst. Meine Kopf wäre das Offensichtliche. Aber das ist es wohl anscheinend nicht. Auf die Füße, sie hat große Füße. Habe ich gewonnen? Ich musste echt nur mehr Treffer landen als sie. Das ist ja voll kacke, warum habe ich den Charakter denn gehabt? Der kann doch gar nicht oft schießen und treffen und so. Ja gut, dann nehme ich jemanden, der schnell schießen kann. Wer kann denn schnell schießen, ist die Frage. Du kannst schnell schießen, halbwegs. Du kannst doch, glaube ich, noch schneller schießen, ne? Ich glaube, der kann am schnellsten schießen sogar. Geschwindigkeit. Let's go. So. Geschwindigkeit Level 4, let's go. Wählen. Ist ja wohl machbar. Man konnte nur schnell laufen. Da lang? Ich weiß nicht, wo ich bin. Um jetzt ehrlich zu sein. Hier bin ich! Weil ich bis dahin, seitdem in keinem Harmons Zimmer mehr war. Well, fuck. Ich laufe dann wohl mal zurück. Okay, das ging tatsächlich ziemlich flott. Jetzt. Ich meine, come on. Das ist doch wohl. Also, wenn es wirklich nur um die Anzahl der Treffer geht, dann weiß ich jetzt nicht. Was ich besser machen könnte als das. Sie wirkt ziemlich oft getroffen. Das kann ich jetzt gerne 60 Sekunden so durchziehen. Ich finde es auch schön, dass ich überhaupt keine Erklärung bekomme, dass so, was ich überhaupt machen soll. Einfach nur so, ja hier, 60 Sekunden Zeit. Du hast einen Gegner vor dir. Sie schießt jetzt auf dich ein bisschen. Mach dir keinen Schaden dabei. Schieß auch mal auf sie ein bisschen. Los geht's. So. Also, wenn das jetzt nicht öfter als 25 Mal war, dann weiß ich auch nicht weiter. Bitte? Ja, ne? Das war doch ein bisschen öfter als 25 Mal, tatsächlich. Ganz knapp. Ganz knapp. Kommt halt echt auf den Charakter an. Ich meine, das davor war doch wirklich nicht der perfekte Charakter, um öfter zu treffen als sie. Aber gut. Gemein von dir, Spiel. Gemein von dir. Destroy your country. Back off before you get hurt. Ja, jagt sie sich einfach hoch? Ja, sie jagt sich, glaube ich, einfach hoch. Wow. Ja, was ein Bosskampf, ne? Was ein Bosskampf einfach. Das war es wohl mit so einem Training. Das war ein sehr plötzliches Ende jetzt. Schön. Damit haben wir auch das erste richtige Kapitel wohl scheinbar beendet. Das war... Interessant, darf ich nicht speichern oder so? Ach so, doch, wir sind jetzt mal hier zu Hause. Ich glaube, hier kann ich dann gleich speichern. Hoffe ich jedenfalls. Ja, danke. Dann würde ich das nämlich jetzt mal tun, tatsächlich. Das war, interessant. Ich kann mich leider nicht sonderlich großartig zu den, Gesprächen und den Story-Entwicklungen äußern, muss ich zugeben. Also, weiß nicht, was passiert und so. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Inszenatorisch gefällt es mir immer noch unfassbar gut. Es gefällt mir auch gut, dass jetzt viele neue Gegnertypen dazukommen und so. Das war auf jeden Fall unterhaltsam, würde ich sagen, heute. Aber ich weiß nicht, ist irgendwas mit Japan und Raketen. Genau. Das sehen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir schauen mal weiter. Irgendwann werde ich bestimmt alles verstehen. Alles plötzlich auf einmal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.